Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia. Wir sind mit der Jatze heute im Brownstone High School. Maximal zu groß für uns. Falls ihr auch paranormale Phänomene zu Hause habt, ruft uns ruhig an. Wir lösen jeden Fall. Meistens, manchmal. Wir haben so eine Chance, also Erfolgsquote von 20%. Mit Cheats. ja, ich weiß nicht, bringt hier das Thermometer überhaupt was? Bei diesen... Keine Ahnung, ich nimm's einfach mit, nimm du was anderes mit. Gehen wir zusammen? Nee, wir teilen uns auf, oder? Also Stromkasten ist irgendwo bei Treppen, keine Ahnung. Ja, rein, rechts und links. Wo ist denn hier der Eingang? Bei der Tür, glaube ich. Hier ist der Bus. Ja, wo ist denn die Tür? Hier. Ja, oder wir fahren mit dem Schulbus. Hier, ich fahr davon. Oh, das ist so mega groß und dunkel. Das haben große, dunkle Gebäude so an sich. Okay. Ah, Pony. Ja, ich bin hier überhaupt nicht von überzeugt, dass wir das tun. Nee. Ich meine, wir sind zwar Profis, aber das ist so groß hier für zwei Leute. Ja, das ist echt zu riesig, ey. Letztes Mal waren wir tot, genau als wir den Raum gefunden haben. Ja. Vor allen Dingen, unsere Dings geht immer weiter runter und in der Zeit, wo du vielleicht zum Auto läufst, die Pillen schlucken. Also sind die schon wieder weg, wenn du zurück bist. Ja. Oder er killt dich dann einfach schon. Okay, ich geh nach oben. Ja, wo war nochmal der Stromkasten? Ich glaube, ich bin kranker fettleibig geworden. Ich komme die Stufen kaum hoch, ich bin hier nur am Hecheln. Oben im Flur hatte ich eben 9 Grad. Überall kalt, weil hier habe ich auch 9. Ne, ich habe Strom angemacht, also du kannst auch Licht anmachen. Hä? Echt? Ja, na sicher. Na sicher? Oh, Tatsache. Ja. Herr Binger, ey. Ich habe kurz das Solarmodul draußen angeschlossen an eine Steckdose. Balkonkraftwerk. Na denn. Und der Mond ist hell genug, dass wir Strom haben, um ein ganzes Schulgebäude zu Das ist voll so 2022, ey. Hier liegt einfach mal eine Tür auf dem Boden. Ja, ich habe mich sowieso schon verlaufen, also ich werde, glaube ich, sowieso sterben. Ja, ich habe jetzt... Weil ich die gar nicht mehr rausfinden würde. Hä, du läufst doch eigentlich nur im Kreis, oder? Woher willst du das wissen, wie ich laufe? Nein, also prinzipiell. Wenn du dem Flur immer folgen würdest, würdest du ja eigentlich nur im Kreis laufen, oder? Ja, ich bin jetzt auch gerade im Kreis, glaube ich, gelatscht. Bin ich in der Dornhalle. Ist hier auch ein Lichtschalter? Verdammt, Jasmin, hier war ein Telefon und ich habe es wegen dir nicht gehört, wo es war. Mein Gott, bist du bescheuert, ey. Was pfst du mich so an? Ich pfst hier rum, wie ich will, ja? Wo ist denn hier der Lichtschalter oder in der Turnhalle, ey? Aber ich glaube, das war unten unter mir. Also da, wo ich bin, unten drunter. Glaube ich, aber ich... Was will er denn jetzt, ey? Ich kann es halt nicht beschwören, weil irgendwer konnte nicht auf mein Psst hören. Ja. Oh, ich sehe hier gar nichts, Junge. Warte mal. Psst. Nee, da habe ich mich vertan. Hier kein Lichtschalter in der Turnhalle? Doch. Doch, da. Ah, andere beide, toll. Wow. Das ist ja richtig hell. Ja, die Schulbeleuchtung, die wird noch modernisiert. Wie du siehst, ist hier... Das ist auch so voll 2022. Es war rechts von mir. Oben. Hier muss irgendwo ein Telefon sein. Bin schon wieder beim Eingang. Ist doch bestimmt hier ganz hinten und ich verschwende jetzt hier unnötig Cent. Wer hat denn hier schon wieder Zufall gedrückt gehabt? Welcher Schlaumeier, ey. Ey, wie komme ich denn hier nach oben? Oh Gott. Oh, ich hab hier irgendwas gehört. Der Strom ist aus. Ach, dann war es das wahrscheinlich. Ach, hier, guck mal nach oben. Der hat den Lichtschalter ausgemacht, da wo ich bin. Übrigens. Ich hab unten auch was gehört, was klimpern, so.
unten? Oh. Ist der ganze Strom wieder aus? Ja. Wo ist denn hier der Stromkasten? Bist du links lang, also du bist auch links lang gelaufen gewesen, ne? Ich bin jetzt oben. Okay, ich bin gerade unten, ich gehe zum Strom. Hä, ist der nicht oben gewesen? Ne, der Strom war unten. Hier ist eine Tür auf. Ich hab 12. Kann das sein, dass der im Flur ist oben? Ich weiß es nicht. Ich hab hier noch gar nichts. Ich hab mich dezent erschrocken, als das Licht ausging. 12 Grad, was ist das hier? Heft, ein Buch. Liegen noch die ganzen Bücher. Bücher? Bücher. Ich komme erstmal wieder. Ich hab hier 11 Grad. Der ist unten im Flur. Willst du mich jetzt verarschen oder was? Jetzt bin ich extra hochgegangen. Ich hab hier 12. Waren jetzt hier die Tür offen? Gott. Bin ich jetzt. Alter, habe ich mich erschrocken, weil da hinten Licht ging. Ich wahrscheinlich. Ja. Ja. 11 Grad okay, waren hier, gar 16, nichts. 12. Ja, ich habe ja gehofft, dass ich hier Orbs sehe. Bist du jetzt oben oder unten? 11, immer noch oben. Okay, ich hatte 11 unten, ja, dann ist egal. Das ist einfach zu riesig. Vielleicht ist der auch im ganzen Flur. Vielleicht weiß ich auch nicht. Vielleicht ist er überall. Oh, hier ist schön mollig warm. Hier sind 18 Grad. Oh, bei dir, du strahlst aber Kälte aus. Ich bin ja auch eiskalt. Ein eiskalter Engel? Ja. Nee, hier sind 17 Grad. 20 hier, ganz weit. Hey. Ja, ich bin auch so ein bisschen confused, weil ich habe ja auch ein Telefon gehört gehabt. Ja, aber wo? Ja. Irgendwo in der Schule. Aha. Na, das ist ja sehr interessant. Musst du übrigens aufpassen am Flur. Ich hab den Minustemperatur, hab ihn. Wo hier. Denn? Wo ist denn? Hier. Ja, wo? Ja, hier oben. Ich leuchte doch, da wo die Treppe ist. Hier, Minustemperatur. Hä? Hä? Ja, er hat ein Buch geschmissen. Wo bist du auf denn? Auf mich. Oben. Hier, du bist vorbeigelaufen. Hä? Hallo. Geh doch auf den Flur und leuchte. Ja, ich doch eben, aber hab ich nicht gesehen. Hier, da hat das grüne Buch eben auf mich geschmissen. Ah, ja, doch, ja. Oh, ich war nur bis Anfang Raum. Da hatte ich 13 Grad. Wo kann ich denn die Kamera hinstellen? An eine Tafel? Hier, dieses Buch hat er auf mich geschmissen, aber da sind keine Fingerabdrücke, ne. Ja, steht nicht so schön, ne? Isal. Oh, hab ich schon den Raum gefunden, wa? Ja, 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 ja. Hast du gut gemacht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Das hast ja, du. Ja, ja. Tja. Ja, Herr Kommissar. Hab ich überhaupt schon fertig gequatscht? Also auf dem Flur darfst du nicht laufen, der hat feuchten Boden. Also feuchte Fliesen, ne? Ist frisch gewischt. Ja. Und gebohnert. Steht oder? Ja, ja, da ist extra ein Schild von der Reinigungskraft, hat sie hingestellt. Ja, die war gebohnert. Ja, ja, die ist noch einmal durchgegangen, bevor wir hier reinkommen, damit das ein bisschen schick aussieht. Mhm. Sieht man gar nicht, ist immer ja, auch dreckig. Die Renovierungsmaßnahmen, die sind im vollen Gange, ne? Also teilweise, du siehst ja diese schwarzen Striche, sieht fast aus wie Tags. Und, das ist aber nur. Freut er sich. Das ist aber nur eine Farbprobe gewesen. Ja, Sanity ist okay. Wie viel hab ich denn? 50%. Oh. Ja. Nimmst du eine Geisterbox mit? Weil ich habe jetzt einen Dots-Projektor und ein Hattest Buch. Du jetzt eigentlich schon die Kamera aufgestellt? Ja, da musst du aber ein bisschen suchen. Ja, nee. Bin dabei. Warte, ich mach die Tastatur, du machst die Maus. Nein. Nein. Steht da einer? Nee, das sah gerade so aus. Nein, das draußen. Hä? Hä? Da. Man sieht gar nichts. Klar, da ist ein Tisch, Telefon, mein Dings hier, Thermometer. Wegen Orbs? Ja, das brauche ich ja nicht mehr. Aber ich finde, die Räume sind mega dunkel. Also Infrarot hat jetzt nicht so die Reichweite, ne? Nicht so die Reichweite. Was soll ich denn?
Ja, ob du die Box mitnehmen würdest und irgendwas noch. Nee, ich hab Box und die Taschenlampe. Die Schwarzlicht. UV-Lampe. Ja. Aber kein Sonnen. Hast du dich eingecremt? Nein. Nicht, dass du dich dir einen Sonnenbrand holst, ne? Verbrenn mich eben. Wo war das? Links, ne? Ja. Oben, ne? Waren wir oben? Ja. Ja, genau, gegenüber von der Treppe. Ich folge dir unauffällig. Aha, das würde ich nicht tun. Geh du vor. Ja, ja. Ich wollte noch Pill nehmen, aber egal. Ich gehe sowieso genau, drauf. Ich bin genau hinter dir. Dir kann nichts passieren. Aha. Lauf nicht weg, lass mich hier nicht allein. Okay. Wie heißt der Geist? Hallo, ist hier jemand? Oh. Schon wieder was geschmissen. Wo? Hast du das gesehen? Ja, nee, das weiß ich nicht, aber... Schade. Hallo. Ich hab jetzt... Hallöchen, Pöpöchen. Oder packe ich das erstmal nach vorne, wa? Wenn wir das hier hinpacken? Ja, da, wo die Kamera ist am besten. Naja, ich hab das jetzt vorne am Tisch, weil es heißt ja nicht, dass er... Vielleicht war es ja auch ein Schüler. Bist du ein Schüler? Ja. Hallo. Schulst du noch? Gib uns ein Zeichen. Ja, gib uns ein Zeichen. Erscheine. Nein, das lass sein. Wo bist du? Ich hab mich schon eingepisst, als das Licht ausgegangen ist. Hallo. Achso. Sprich mit mir. Wie bist du gestorben? Wo bist du? Können wir dir helfen? Kannst du mit uns reden? Hat man dich beim Nachsitzen hier vergessen? Scheinbar ja. Ist ganz schön bockig. Immer noch. Nach all den Jahren. Ups. Ist ja nur deine Box gewesen. Hm. Ich meine, ist nichts passiert. Die ist immer noch heile. Okay. Wir holen eine. Okay. Okay. Wir holen mal noch ein bisschen Zeugs rein. Wiedersehen. Hä? Bin ich falsch gelaufen? Nein. Geh ruhig weiter. Ah, oh, wieso gehe ich denn rechts rum? Du Arsch. Ah, sie folgt mir. Hallo, habe ich einen Keks an der Backe oder was? Nee. Ja, wir haben rein zufällig den gleichen Weg, ne? Rein zufällig, ist klar. Ist klar. Irgendwie kann man gar nicht mehr so lange laufen. Ich habe auch das Gefühl, dass ich so nach 4 Schritten schon kaputt bin. Ja. Ja, und die Figur auch. Okay. Der hat das Licht ausgemacht, oder? Nein. Kann sein. Erstmal, nein. Soll ich da nochmal was reinpacken? Ich würde die Kamera anders legen, ey. Der hat ja mehr von den Stühlen und Tischen da was genommen. Oh, ich habe bei dir auf die Sanity geguckt und dann nochmal Pillen geschmissen. Ich dachte, ich bin so weit runter. Willst du mich verarschen? Ja, wir haben jetzt nicht mehr viel, ne? Ja, der Rest ist für mich, du Dulli. Ja, denn, Ich wollte mal gucken, aber hier sieht man nichts. Ich glaube, das würde jetzt wenig Sinn machen, da 2 Kreuze reinzuwerfen, weil die haben ja nur 3 Meter Radius. Radius. Vielleicht eine Kamera mitnehmen? Reinige den Bereich in der Nähe des Geistes mit Räucherstäbchen. Lasse einen Geist durch Salz wandern und werde Zeuge. Lasse einen Salz durch Geist wandern. Werde Zeuge eines Geisterereignisses. Ja, die Kamera hätte ein bisschen in die Mitte mehr zeigen müssen, weil da ist auch die Action. Ja, ich dachte wegen der Wand, dass man den Dots-Projektor da besser sieht. Aber ich kann ja, kann ja noch mal was mitnehmen. Hier kommen noch ein Dots, noch eine Kamera. Wenn du auf deine Taschenlampe verzichten würdest, könntest du noch ein drittes Item mitnehmen. Jetzt hat er das Licht wieder angemacht, oder was? Ja, war dem wohl zu dunkel. Angst gehabt, war? Kleine Schissbäuschen. Das ist bestimmt ein Poltergeist, der hat so viel Action.
Achso, Gefriertemperatur hier schon mal ein. Meistens ist doch bei dem, wie heißt er denn? Bei dem Revenant ist doch auch immer so viel Action. Ja. Auf jeden, ey. In der James Brownstown High School. Brownstown. Brownstown. Mr. Brown kriegst the Frown. Shubidubidubidoo. Okay. Da da. Hä? War in der, ach, ist egal. War es in der, ach, egal? Weiß ich nicht. Ja, ich war in der Turnhalle eigentlich ein Basketball oder so? Ich glaube. Ja gut, aber wir brauchen ja einen freien, also einen Slot, damit wir was mitnehmen können. Sonst hätte ich gesagt, hätten wir einen Ball, wenn da vier Bälle sind, in jeder Ecke einen Ball und gucken, welcher zuerst tanzt. Komm, tanz mit mir. Ja. Ich hab Hallo. Ich hab einen Freund. Tut mir leid. Hallöchen, Püppchen. Give me a Zeichen, please. Okay, warte, ich dreh die andere Kamera vorsichtshalber auch nochmal und ich pack ja, dreh mal. Ja, ich pack die auch ein bisschen tiefer. Okay, perfekt. Ja, die Gefriertemperaturen sind jetzt alles, was wir haben, Ei. Hallo, ja. Wo bist du? Gib mir ein Zeichen. Hallo? Das geht nicht, wenn du draußen bist. Klar geht das. Meinst du? Ja. Hallo. Ja, über die Box kam jetzt auch noch nichts, ne? Ins Buch hat er auch noch nicht geschrieben. Aber ich kann das ja auch mal umpacken. Schreib ins Buch. Warte, jetzt liegt's. Schreib ins Buch. Oder mal. Falls Schreiben dir nicht so liegt, kannst du auch malen. Hallo? Ich bin nicht das Ist der... hier jemand? Ich bin hier. Ich geh mal gucken wegen Orbs oder ich, so. Ich komm mit. Ne? Ne? Ich war irgendwas ging da. Eine Tür. Ja, habe ich auch gehört. Meinst du, er hat den Raum gewechselt? I don't know. Darf ich vor? Ich hoffe nicht, ey. Danke. Entschuldigung. Darf ich wieder. Verdammt, ich kann nicht mehr. Ich hab. Okay, ich hab mich erholt. Hey! Was tatsächlich erst. Ich hab mich überholt. Hä? Ich habe dich noch überholt. Du hast echt die ganzen Meter auf dir genommen, um an mir vorbeizulaufen. Okay, ich mach Tastatur wieder. Ja. Passt. Da haben wir. ja. Also man müsste jetzt auf jeden Fall, wenn Dots sind, müsste man doch sehen, oder? Also auf jeden Fall ja. Besser. Ja. Aber ist er wie... Ich sehe auf dem Kopf schon genauso aus wie deine Figur hier. Aha. Muss meine Haare abmachen. Oder lang wachsen lassen. Ja. Das ist halt echt ein bisschen doof, ey. Mit meiner Frisur? Nee, hier mit dem, wenn er jetzt den Raum gewechselt hat. Meine Frisur aber auch. Hm. Es gibt ja zwei richtige Meinungen, ne? Also, oder es gibt ja zwei Meinungen. Das eine ist deine und das andere ist die richtige. Hm. So. Ey. Ja. Ey. Sagt die eine Titte zur anderen. Was hängst denn du hier so rum? Sagt die andere Titte. Oh mein Gott, eine sprechende Titte. Ah doch, der ist in dem Raum. Da ist gerade was hier unten geflogen. Hatte ich nicht geflasht, der Witz, ne? Was ist deine Kamera nicht? Ich glaube, da ist gerade was. Ziemlich sexistisch, dass du darüber nicht lachen kannst. Oder war ich das? Ich glaube, nee, das warst du mit deiner Taschenlampe. Ja. Nee. Doch, die reflektiert, wenn man. Hier, guck mal, bei mir müsste das auch sein. Siehst du das? Ja. Aber man sieht ja auch nichts, ne? Nö. Nichts. Null Action in diesem Kackbus hier. Du. Was nehme ich noch mit? Hä, hast du jetzt auch einen EMF genommen? Hast du auch einen? Dann nehme ich keinen. Dann nehme ich was anderes. Nämlich mein eigenes, ich bin Patrick. Ich will mein eigenes Ding machen. Wir brauchen noch ein Geisterereignis und Räucherstäbchen. Für Räucherstäbchen kann ich das Salz nicht mitnehmen. Wir bräuchten auch noch mal irgendwie einen Geist.
Hast du, sag mal, nimmst du die ganze Zeit die UV-Lampe wieder mit? Nein. Hast du mal geguckt wegen Fingerabdrücke? Ja. Okay. Dann habe ich nichts gedacht. Ja? Gut. War nur so eine Idee. Ja. Die ich aber nicht die gedacht habe. Die kam mir erst. Ja, ja, ja. So, hier ging irgendwo eine Tür auf. Ja, das war nicht, das meine ich ja, ob der den Raum gewechselt hat. Das war ja nicht die Tür, die nee, wir... Oh, EMF-5. Tschüss. Ja, was heißt hier tschüss? Ermittel weiter, wir haben's gleich. Ja, er hat auch eine Tür aufgemacht, aber hier, die hat keine Fingerabdrücke. Na gut, mittlerweile können die auch wieder weg sein, ne? Er hat eben gerade die Tür angefasst. Ach, eben gerade. Auch die Ach, Tür, wo... ist auch noch eine Tür. Hast du Pillen eigentlich mal genommen? Ja. Okay. Jeden Tag. Okay. Ah. Aha. Verdammt, doch. Hier ist schon wieder eine Tür. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Warte mal. Hey, das war aber nicht die hier. Hier die Treppe. Ey, wo bin ich denn jetzt? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Hinter dir. Wo? Hier. Ach. Ja, das irgendeine war die Tür macht er hier. Die hier. Nein, die habe ich schon geguckt. Ich habe jetzt da trotzdem Salz hingemacht. Das ist Ghost-Hunter-Salz. Hier ist auch der EMF, guck. Ja, dann war das, ist der hier. Aber er läuft ja nicht ins Salz. Vielleicht sind doch gar keine Fingerabdrücke. Vielleicht ist er auch in der Nähe der Tür. Lass ihn bitte auf. Bitte. Ich wollte gucken. Nein, guck nicht. Mach die Augen zu. Leg mal das Buch an die hier hin. Schreib mal ins Buch. Weißt du? Der ist doch nebenan. Hier ist doch EMF-5 Grad gewesen. Ja, aber der hat hier gefaucht, oder nicht? Wo bist du denn? Eine Klasse, einen Klassenraum weiter. Hier ist nix. Hat der dich angefaucht? Das hörte so... Nö. Das klang so weit weg. Hab ich nicht. Hier, EMF. Der ist hier irgendwo an der Tür hier. Er ist durchs Salz gelaufen. Ich hör's. Ja, ja. Er läuft den Flur entlang, oder? Nee. Weiß nicht. Er ist hier vorne. Fußabdrücke. Ja, ja. Wo ist denn der lang? Sind Fußabdrücke gleichzusetzen mit Fingerabdrücken? Ja. Glaube ich. Dann wäre es nämlich der Djinn. Gott, ich habe das vergessen mit dem Fußabdrücken, ob die gleichzusetzen sind. Ja, wenn du ein Foto machst, hast du auf jeden Fall. Dann zeigt er doch Fingerabdrücke. Hast du eine Kamera nee, Fuß, mit? Nee, habe ich nicht. Fußabdruck zeigt er dann. Nee, Fingerabdrücke sagt er doch dann. Ich glaube, die sind, wenn Fingerabdrücke sind, sind glaube ich auch Fußabdrücke. Oder nicht? Ich weiß nicht, er läuft ja durch das Salz. Weißt du, was ich meine? Ja, aber da sind ja Fußabdrücke. Also wenn ich mit der UV raufgehe. Wo ist er denn? So, ich bin weg, Alter. Warte noch auf mich, Mann, toll! Schön, dass du mich alleine gelassen hast. Ja, ist ein kleines Mädchen. Ich habe das Geister-Event mitgenommen. Ich habe doch gesagt, ich gehe. Ich habe doch gesagt, Schülerin. Ja, scheinbar reagiert die nur auf Leute, die alleine sind. Warte mal. Ja, warte mal. Nee, reagiert auf alle. Nee, auf dich nicht. Peter. Was ist denn jetzt mit dem Fingerabdrücken? Wieso hast du die Tür zugemacht? Hast du die Tür zugemacht? Hab ich nicht, nein. Oh, das Telefon klingelt, ich muss hier wieder raus. Ich weiß es nicht, die hat gehandelt. Oh, ich schwitze schon wieder. Du kannst mich nicht alleine lassen. Ich bin für so eine Spiele nicht geschaffen. Aber ich liebe sie. Ich hab doch gesagt, ich gehe jetzt. Oh, scheiße. Warum bist du nicht rausgegangen? Sie hantet. Ich bin auf dem Weg. Ja, die ist im Klassenraum. Du siehst sie? War sie eben. Jetzt ist vorbei. Blackert hier schon wieder irgendwas? Komm schon, Tür geht auf. Die Tür ist zu. Hä? Ja, der Strich ist auch noch oben. Oh ja, der ist immer noch oben. Ganz schön lang. Toll. Versteck dich mal. Ja, wo denn? Ich hab's Licht ausgemacht. Die handelt immer noch. Immer noch, Alter.
Jetzt geht's runter, jetzt kannst du raus. Sicher, ich habe die Tür nur nicht gehört. Ja, der Strich ist ganz unten. Okay, ist wieder offen. Ich bin draußen. Hab ich doch gesagt, du kannst raus. Haben wir noch Pillen? Nö. Wie kann man so egoistisch sein? Wieso hast du keine für mich aufgehoben? Wer hat denn sich hier die ganzen Dinger reingeballert? Ich habe nur noch 30%. Oh, das ist doch kacke. Aber haben wir doch jetzt Fingerabdrücke eigentlich dann? Ja, dann wär's der Gin. Aber ich glaub's nicht. Weil? Ja, weil an der Tür keine Fingerabdrücke waren. Ja, du weißt ja nicht, welche Tür der angefasst hat. Die hat sie ja nicht mal bewegt. Was flackert der da in diesem Raum die ganze Zeit? Ja, was soll's denn sonst sein? Wir haben sonst nichts. Wir haben Salz. Mensch. Ja, das brauchen wir aber nicht, um den Geist zu ermitteln. Wolltest du ein Foto machen? Du hättest noch Sanity. Ich habe aber Angst. Nee, ich sterbe. Dann, sowieso. Eddie Barton. Wie bitte? Eddie Barton, der Ganove. Und wenn wir Räucherstäbchen machen, jeder von uns nimmt was mit und wenn, ne? Mhm. Ah, nee, dann können wir keine Kamera schleppen. Ja. Ah, du nimmst die Räucherstäbchen, gehst vor und ich gehe hinter dir und mach die Fotos. Nee. Wieso muss denn ich vorgehen? Nee, der ist sehr, sehr, sehr aktiv. Weil ich ein Gentleman bin. Ladies first. Ladies first, naja, genau. In dem Fall wohl nicht. Warum nicht? Nee. Ja, ich weiß es nicht. Wollen wir fahren? Wollen wir bleiben? Ja, ich trage das jetzt einfach. Okay, wir bleiben. Gin, hä? Was? Ist ja nix. Ja, ey. Ich hab auch nicht geschrieben, oder? Ich hab auch den. Gin. 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 Gin? Okay, soll ich den Knopf drücken? Ja. Oh, der Dots-Projektor wär's gewesen. Ja? Arsch mich jetzt? Nein. Hast du den gesehen oder was? Das war der Gin. So. Siehste? Ja, hab ich recht gehabt. Hä? Das glaube ich aber nicht. Meine gnadenlosen und gestochen scharfen Ermittlungen haben uns das Ergebnis des Gins geliefert. Erstmal habe ich den Raum gefunden. Und dann bin ich auf die Fährte gekommen mit den Fußabdrücken, dass das auch Fingerabdrücke sind. Also durch eine andere Tür. Ja, okay. Da gibt es auch wieder zwei Meinungen. Das eine ist die Wahrheit und das andere ist deine Meinung. Also, Geld hast du gekriegt? $175. Auch. Ja. So, das war eine weitere Folge Phasmophobia. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Bis dann, macht's gut. Ciao. Tschüssi.